Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei dem super tollen Spiel Pen and Paper Plus 1. Ja, ich suche mal in mein Headset. So. Ja, machen wir den Sound etwas leiser. Ach, geht gar nicht. Ich hoffe, ihr hört mich. So. Ja. Machen wir einfach mal ein bisschen den Sound leiser von dem Spiel. So. Ich denke mal, das klappt so. Spiel. Na, machen wir mal ein neues Spiel. Ich hatte das Spiel schon mal versucht zu streamen und aber es hat leider irgendwie nicht geklappt. So, neues Spiel. Klick auf einen Stuhl, um mindestens zwei Spieler hinzuzufügen. Ja, dann nehmen wir doch einmal den Pizzaboten. Der Pizzabote ist natürlich ein Krieger. So, Spieler hinzufügen. Spieler Pizzabote der Klasse Krieger wirklich hinzufügen? Ja. So, dann haben wir noch den Nerd. Der Nerd ist ein... Boah, was nehmen wir denn mal? Ein Droide. So, und da wir ja schon Geld haben, was wir normalerweise beim Start des Spiels nicht haben, aber da ich schon mal gezockt habe und das halt versucht habe, wie gesagt, schon einmal zu streamen, aber leider Schwierigkeiten gehabt habe, können wir jetzt direkt nochmal Charaktere hinzufügen. E.T. Was ist unser E.T. denn? E.T. ist ein Magier. So, dann nehmen wir noch die Sportskanone. Sportskanone ist unser Kleriker. So, jetzt haben wir vier Charaktere, die mit uns kämpfen. Dann werden wir jetzt einfach mal, was haben wir hier? Hier haben wir unsere Ausrüstung. Pizzabote hat ein Schwert und Lederrüstung. Nerd hat eine Klaue und Lumpen. E.T. hat einen Stab und eine zerlumpte Robe. Unsere Sportskanone hat einen Streitkolben und eine Robe. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was die denn alles für Attribute haben. Ja, als grundpassive Fähigkeit hat er hier Partylöwe. 50% Rabatt auf den Kauf dieses Spielers. Ja, super. Sehr schön. Das ist der Pizzabote. Spalten. Ein mächtiger Schlag mit minus 40% Schadensbonus, der drei Feinde trifft. Verbraucht 3 Mana-Punkte. Steinhaut. Deine Haut wird hart wie Stein und deine TP erhöhen sich 3 Runden lang um 10. Erhöht den körperlichen Widerstand um 2%. Dann haben wir noch den Schlag. Führt einen Angriff mit plus 30% Schadensbonus aus und schwächt das Ziel lang um minus 4. Verspotten. Ein höhnischer Schrei, der die Bedrohungsstufe auf 1, Klammern 9% steigert und jede Runde 2 generiert. Mhm. Unser Druide, was hat er denn? Als passive Fähigkeit allzeit bereit. Wiederbelebungskosten für diesen Spieler um 50% reduziert.
Zorn der Bestie, wilde Instinkte übernehmen die Macht über deinen Körper. Du fügst 2 Runden lang 10% natürlichen Schaden plus 10 Blutung zu. Das ist natürlich nicht schlecht. Regeneration, halt das Ziel mit Hilfe natürlicher Energie in 2 Runden um 8 TP. Dann wieder Winterschlaf, versetzt dein Ziel 1 Runde lang in Tiefschlaf. Wird das Ziel betroffen, erwacht es und erleidet einen kritischen Treffer. Verringerte Naturwiderstand um minus 2%. Gaias Segen. Der Geist Gaias nimmt von der ganzen Gruppe Besitz, wodurch jedes Mitglied 5 Mana-Punkte generiert. E.T. Ja. Regeneriert 1 Mana-Punkt pro Runde als passive Fähigkeit. Dann haben wir hier Feuerball, eine Feuerkugel, die 7 bis 9 magischen Schaden verursacht und dem Ziel 2 Runden lang Verbrennungen mit einem Schaden von 3 bis 3 zufügte. Okay. Verreisen. Eine Kälte-Explosion fügt dem Ziel 4 bis 4 magischen Schaden zu und betäubt es für eine Runde. Reduziert Magiewiderstand um minus 2%. Mana-Strom. Auch eine passive Fähigkeit. Das Mana ist stark in dir. Du erhältst zusätzliche 6 Mana-Punkte. Mana-Punkte steigern außerdem den Zauberschaden. Aha. Meteor. Ein riesiger Meteor fällt vom Himmel und fügt jedem Gegner 4 bis 4 magischen Schaden zu. Mhm. Dann haben wir die Sportskanone, den Kleriker. Der hat einen Passivschläger. Plus 1 Angriffsbonus. Zirkel der Heilung. Ein Zirkel der Heilung, der alle Gruppenmitglieder um 4 TP heilt. Ja gut, okay. Wiederherstellung. Ein einzelner Heilzauber, der 15 TP des verwundeten Ziels heilt. Okay. Niederstrecken. Ein Ziel wird von einem Energieblitz getroffen, der 6 bis 8 göttlichen Schaden zufügt und dich selbst um 5 TP heilt. Das ist natürlich auch cool, wenn man so selbst sich mit einem Schlag heilt, ne? Schwächt den Angriffswert eines Ziels, also Schwächung. Schwächt den Angriffswert eines Ziels plus 2 Feinde in dessen Nähe. 2 Runden um minus 2. Gut, gut. Ja. Dieses Spiel ist in Steam zu haben für ganze 10 Euro. Dann gibt es auch noch die Deluxe Edition für 15 Euro. Ich meine, wer meint, so viel Geld auszugeben für dieses Spiel? Wenn es gefällt, warum nicht? Ich werde es ab und zu mal Let's Play, nicht regelmäßig, so wie ich gerade mal Zeit habe. Und ihr könnt dann selber mal reinschnuppern. Also sind alle bereit? Alle Charakterbögen fertig? Natürlich. Ja, lass uns abrocken, sagt E.T. Abrocken, also echt jetzt, stammt dein Charakter etwa aus der Zukunft? Ja, ganz genau, für gutes Rollenspiel gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte, okay? Bevor wir anfangen, solltet ihr wissen, dass ihr die Spielgeschwindigkeit durch die Erhöhung, Senkung der Gegneranzahl verändern könnt. Also, das Abenteuer beginnt. Als ihr erwacht, könnt ihr das kalte Flüstern des Windes hören. An das, was vorher passiert ist, könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Ihr wisst nur, dass ihr eine Gruppe von Freunden seid, die ohne jeden Grund in einem Gefängnisturm gesperrt wurde. Und das euch alle als Mörder bezeichnen. Während ihr nach einem Ausweg sucht, bemerkt ihr, dass die Gefängnisgitter unter irgendeiner Art von Magie zerborsten sind. Lasst uns von hier verschwinden. Als ihr die Zelle verlasst, lauft ihr einigen Wachen in die Arme, die sich ganz eindeutig nicht freuen, euch zu sehen. Wache 1. Hey, ihr solltet in der Zelle sein, nicht davor. Wache 2. Ihr wollt doch nicht, dass wir euch wehtun, oder? Macht schon, zurück in eure Zelle. Ah, das werdet ihr bereuen. Einfach so werde ich bestimmt nicht in diesen Käfig zurückgehen. Wache 3. Kommt zurück. Flieht aus dem Gefängnis. Tipp. Ihr müsst sie nicht gleich alle auf einmal töten. Ihr kämpft jedes Mal gegen so viele Monster, wie ihr wollt, bis ihr das Missionsziel erreicht habt. Ja, unser Missionsziel ist, unsere erste Quest ist Gefängnisausbruch. Tötet 2 Wächter in einer oder mehreren Schlachten. Dann werden wir jetzt doch mal direkt 2 Wächter nehmen. Haben wir 2 oder was? Ja, hier sind 2 abgebildet. Ja, dann legen wir doch einfach mal los.
Bitte nicht schummeln. Ja, klar. Alle keine Chance. Zack, da haben wir den ersten Wächter erledigt. Victory! 110 Gruppen EP plus 10% Gruppenbonus. Ja, dieser Gruppenbonus ist schon, also normalerweise bekommt man da jetzt 100 Gruppen EP, aber plus 10 ist dann halt sofort insgesamt, ist der, ja, es wird halt immer insgesamt angezeigt, die 110 Gruppen EP. Ruht euch aus, solange ihr noch könnt. Ja, ich denke mal, das werden wir auch jetzt nochmal machen. Wir werden jetzt erstmal schlafen gehen. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. So, dann starten wir jetzt einfach mal die nächste Quest. Wache 3, schlagt Alarm, Ausbruch im ersten Stock. Oh, oh, der Alarm. Ich finde, wir sollten uns an den nächsten Wachen vorbeischleichen, sagt Ichi. Würfelt der Pizzabote, ja. Guter Wurf, die anderen Wachen sind so sehr mit der Suche nach euch beschäftigt, dass ihr unbemerkt an ihnen vorbeischleicht. Als ihr das Erdgeschoss des Turms erreicht, seht ihr eine sonderbare Gestalt in einem dunklen Umhang, die mit einem Pferdewagen auf euch wartet. Sonderbare Gestalt. Wir sollten diesen Ort schnell verlassen, bald euch. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber fürs Erste müssen wir dir wohl vertrauen, sagt der Krieger. Profi-Tipp, ihr könnt euch die Quest nach Belieben aussuchen, aber die Hauptquests sind mit Sternen markiert. 75 Gruppen-EP, weil wir die Quest erledigt haben, und 2 Taler. Was kostet hier eigentlich hier unser nächster Charakter? 250 Taler, gut. Jo, werden wir jetzt erstmal einfach mal eine Runde eine Quest machen, ne? Ratte Level 1. Jagd ist gut. Ihr müsst die Dorfbewohner in diesem Haus retten. Ihr seid so gemein, sagt der Pizzabote. Viel Spaß mit meinen Monstern. Tötet 7 Ratten in einer oder mehreren Schlachten. Boah, was machen wir denn einfach mal? Nehmen wir einfach mal 4. Es gibt natürlich ordentlich Bonus-EP. Vielleicht schaffen wir es. Beginnen! Zack, zack. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum ich hier einfach nur draufklicke und nichts anderes mache. Wir haben hier noch kein Zauberbuch. Da müssen wir erst killen, dass wir irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Und killen können wir natürlich erst, wenn wir ein Level up haben. Was diese Nummern hier bedeuten, weiß ich auch nicht. 2167. Ratte 4. Und wir haben sie alle erledigt, natürlich. Victory! 260 Gruppen BP. Und 7 Taler. Ja, da haben wir ein Level Up. Und jetzt können wir auch Skillpunkte bei jedem Charakter verteilen. Ein Skillpunkt. Was nehmen wir denn hier? Mächtiger Schlag. Hart wie Stein, führt einen Angriff mit 30% Schadensbonus und schwächt das Ziel. Nehmen wir das doch erstmal. Zack. So. Unser Druide. Will jetzt hinter übernehmen die Macht. Im Tiefen wird das Ziel getroffen, erwacht ist und leider gibt es einen Treffer. Nehmen wir mal das erste. Der Magier. Das können wir direkt mal auf die Feuerbälle. Eine Feuerkugel, die 8% magischen Schaden verursacht. So, den Kleriker. So, da machen wir direkt erstmal so eine Gruppenheilung. Ja, das war's. Dann können wir jetzt weitermachen. Zack,
Töte 3 Ratten in einer oder mehreren Schlachten. Okay, wir waren ja noch nicht mit fertig mit der Quest. Stimmt. So. Wir können auch einfach mal 5 Ratten. Mal gucken, was passiert. Ach ja, wir haben jetzt unser Zauberbuch. Hier. Hier sehen wir übrigens, welcher Charakter gerade ausgewählt ist. Der Pizzabote, und der kann ja Zirkel der Heilung machen. Probieren wir einfach mal. Zack. Ja, das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Gut, machen wir mal hier diesen Superschlag. Und schon ist die Ratte tot. Unser IT macht ihr gute Feuerbälle. Zack. Hauen wir richtigen Schaden rein. Unser Krieger. Hier, die Ratte wird wahrscheinlich jetzt verbrennen, nehme ich mal an. Er kann uns erstmal wieder Gruppenheilung geben. Wieso auch nicht? Ich dachte, die Ratte wird jetzt verbrennen. Zack. Aha. Gut. Feuerball. Von der Bestie. Und unser Kleriker hat nicht mehr genug Mana, um eine Heilung durchzuführen. Aber wir sind ja eh noch alle gut dabei. Dann werden wir jetzt hier mal zack. Wir haben alle keinen Mana mehr. Victory! 352 Gruppen B. 9 Taler. Hat leider nicht für ein Level abgereicht, aber wir kämpfen direkt weiter. Quest dann, ihr habt es geschafft. 120 Gruppen EP und 3 Taler. Stimmt, man muss einmal nochmal auf die Quest klicken und dann bekommt man dann halt zusätzlich nochmal EP. Und da haben wir schon wieder ein Level ab. Sehr gut. Machen wir nochmal. Ja, wir sollten den wirklich so skillen, dass der hier tankt, finde ich, eventuell, oder? Ich weiß nicht, ach, machen wir mal Schlag. Ja. So. Druide. Mana ist natürlich auch wichtig. Für den Heiler. So, dann machen wir hier noch Meteor. Fügt jeden Gegner 5 bis 7 Schaden zu. Ist natürlich nicht schlecht. Spatzkanone Kleriker. Wenn wir noch mal auf hier gehen. So, dann starten wir mal. Machen wir noch mal Rattenquest. Ein Mädchen tritt auf die Gruppe zu und ruft mit verzweifelter Stimme. Ist sie süß, schöne Mädchen in unseren Abenteuern, das ist doch das Mindeste, was du tun konntest. Na gut, sie hat Charisma 19. Bauernmädchen, im Dorf gibt es eine Rattenplage. Könntet ihr euch bitte so schnell wie möglich darum kümmern? Das Bauernmädchen ist total verängstigt, das könnt ihr in ihren Augen sehen. Ihr helft nicht nur ihr, sondern auch dem ganzen Dorf. Tötet 5 Ratten! Ja, dann machen wir das doch mal. Oh. Legen wir uns direkt mit den ganzen 5 an. Bäm, und da war der Schlag. Machen wir direkt Mana? Nein, noch nicht. Zack. Zirkel der Heilung. Brauchen wir das schon? Nein. Gut, gibt's erstmal so einen Schlag. Meteor! Bam! Wir machen sie alle kaputt. Wen treffen wir denn am besten mal hier? Zack! Sonderbestie! Zirkel der Heilung!
Feuerball. Und bam, alle erledigt. Victory, 352 Gruppen EP und 9 Taler. Boah, Mädchen, vielleicht sind die Gerüchte doch wahr. Ihr seid tatsächlich große Krieger. Wartet hier. Ihr geht schnell in die Haus. Was ist denn jetzt los? Nochmal kurz die Nase pudern? Quest dann. Ah, so viele Rattenleichen am Boden. So langsam verdient ihr euch den Respekt der Dorfbewohner. 4 Taler und 195 Gruppen EP. Ja, jetzt sollen wir schon mit Fledermäusen anlegen. Dann werden wir es doch einfach mal machen. Wir könnten natürlich auch mal einen Beutezug machen. Ja, könnt ihr auch mal einen Beutezug machen. Blutedelstahl. Machen wir es einfach mal. Das habe ich auch noch nicht. Verzauberer, ihr braucht einige Gegenstände aus der Teufelshöhle. Könntet ihr dorthin gehen, um mir sie zu bringen? Klar, warum nicht? Uns ist eh langweilig. Wir werden es tun. Reisen. So, dann werden wir jetzt einfach mal dorthin reisen. So, bei eurer Ankunft. Hier kann man auch schon mal die Steine hier. Das ist, denke ich mal, so halt Erz. Diesmal nicht. Du hast einen Schleifstein gefunden. Bring ihn zum Schmied. Boah. Kämpfer natürlich. Er wollte 5 Blutedelsteine von Monstern. Ja, ich hoffe mal, dass sie alle diese Blutedelsteine droppen. Ich weiß es ja nicht. Fledermäuse beginnen. Oh, die machen aber gut Schaden. Feuerball. Könnten wir wieder Mana gebrauchen. Ich kann jetzt nur mal Gaias Segen geben, weil ich schon zu wenig habe. Okay. Naja, wir werden es, denke ich mal, auch ohne schaffen. Zorn der Bestie. Nehmen natürlich jetzt gut Schaden. Aber es gibt mit Sicherheit wieder ein Level Up und dann haben wir auch wieder volle Mana. Victory! 588 Gruppen EP und ein Blutedelstein. Anders gesagt, versteinertes Blut plus 1 Magie. Ja, dann machen wir direkt Thema Tuning, oder? Ja, wenn ich jetzt hier erhöhe, brauche ich auch mehr Mana, ne? Ja, 12 Mana, okay. Gut, Magier. So kriegen wir ein bisschen Mana, ne? Aber ich werde jetzt mal auf den Meteor. Ein einzelner Heilzauber der 15. Gefundenen Ziels, Ergebnis getroffen, der. Ja, das sollte ich da auf jeden Fall auch mal machen. So, gut. Dann legen wir nochmal los. Wir brauchen noch 4 Blutedelsteine. Droppt immer etwa nur, egal wie viele Gegner wir haben, einen Blutedelstein. Oder wie funktioniert das? Wir probieren es einfach nochmal und legen uns mit 4 Fledermäusen an. Meteoritenschlag, zack.
Zack. Geiersegen, um Mana zu tanken. Das machen wir gleich erst. Niederstrecken, Zirkel der Heilung. Ja, machen wir mal Zirkel der Heilung. Und direkt den... das Feuerbällchen. So. Schlag. Geiersegen. So, jetzt müssten wir ja... ich bin mal gespannt, ob jeder Mana kriegt oder nur die anderen Befreundeten. Zack. Victory. 436 Gruppen-EP. Und 4 Blutedelsteine. Ja, dann haben wir ja schon die Quest erledigt, würde ich sagen. Geht euch zum Stadtdorf. Dann machen wir das doch mal. So. Quest abschließen. Verzauberer. Oh, die Zutaten. Ihr habt mir sehr geholfen. 6 Taler und 300 Gruppen-EP. Ja, ich hätte gerne mit euch noch einen Bosskampf gemacht, aber irgendwie werde ich das wohl wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Was kommen wir her? Ich mache Gegenstände, Karotte, Wiederherstellung, Schwacher. Also hier können wir Dinge kaufen. Interessant, interessant. Ausrüstung. Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal unsere Charaktere ausrüsten. Was ich richtig toll finde in diesem Spiel ist dieser Shop hier. Wenn man nicht genug Gold hat, kann man es für echt Geld kaufen. Würde ich in meinen Augen niemals tun. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Also 300er Goldpaket, 99 Cent. Also, naja. Was haben wir hier noch? Händler. Hier kriegen wir was zu essen. Getränke. Objekte. Das hört sich gut an. BK-Krone. Kann gegen 7 Monster gleichzeitig antreten. Permanenter Effekt. Permanent heißt ja, wir sollten eigentlich, müssen es einfach nur einmal kaufen, oder? Haben wir hier noch Glückswürfel, Würfelereignisse, permanenter Effekt, 500 Stundenglas, plus 1 Fähigkeitsdauer, permanenter Effekt, Zinnfiguren, plus 1 auf alle Fertigkeiten, permanenter Effekt, Snookertisch, 5% Lebenskraft entzogen, Glastisch, plus 5 im Kampf, gefundener Gegenstände. Aha. Goldener Tisch, plus 10 Gold aus Kampf. Okay, was haben wir hier noch? Ach, hier kann man noch einen Meister kaufen. Dockdüse. Möbel links. Polizeistation, plus 15 Magie. Spielautomat, plus 8 Mindestdauer zum Listeneintrag von Gegenständen. Ich liebe ja diese Spielautomaten, da bin ich ja auch totaler Fan von. Ich habe selber einen. Rüstung, plus 20 TP, permanenter Effekt. Regal, plus 4% sichere Magie. Karte, minus 50% Wiederbelebungskosten. Und Reise. Möbel rechts. Okay, dann müssen wir uns hinterher später mal mit befassen. Türen, Teppiche, Bücher, Tiergefährte, auch ganz witzig. Wand im Bisschen, darüber. Gut. Hat er das jetzt auch wirklich gespeichert? Ja, sieht wohl so aus. Ich gucke mal. Ja, sieht so aus. Gut. Ja, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt bei dieser lauten Musik. Also bei mir ist jedenfalls sehr laut. Und ich meine immer, ich müsste so laut sprechen, um das zu übertönen. Ja,
Wie gesagt, ich werde es jetzt zwischendurch mal let's playen. Ich hoffe, der eine oder andere hat Spaß, hier zuzuschauen. Ja, abonniert mich, liked mich und oder uns, besser gesagt, wir sind ja mittlerweile ein Team. Bis dann und ja, würde sagen, bis demnächst. Ciao.